Corso della Via Blu. Gesund reisen. Gesundheitsreporterin Charlotte Kalinder unterwegs in Italien. Der Pferdehof Omnia Ranch von Gastgeberin Gaia liegt mitten in der Toskana, rund 2 Autostunden von Rom entfernt. Normalerweise geht's hier nur ums Pferd, aber heute mit Charlotte auch um die Gesundheit. So, und jetzt kommt mein ultimativer Urlaubstipp. Wenn Sie an einem Reiterhof oder an Pferden vorbeikommen, fahren Sie nicht weiter, halten Sie an und probieren Sie mal diese unfassbar faszinierende Sportart aus. Sie hat so viele Vorteile für die Gesundheit. Es ist nicht nur was für Ponymädchen und ich zeige Ihnen jetzt, welche das sind. Doch bevor die Gesundheitsreporterin loslegen kann, schließt sie Freundschaft mit ihrer Stute Platea. Denn hier geht es um mehr als Striegeln und Putzen. Es geht um Vertrauen. Wieder ein anstrengender Arbeitstag heute. Das Besondere an dem Sport ist ja auch, dass es nichts ist, was man alleine macht, sondern mit einem Partner. Und es gibt zum Beispiel Kurse für gestresste Manager oder so Führungskraftseminare, wo sie lernen müssen, mit einem Pferd mit Feingefühl umzugehen, weil das natürlich auch übertragbar ist auf den Menschen. Ja, man muss gucken, wie ist das Tier drauf. Das hat ja auch seine Launen und Schwankungen am Tag. Und das ist eine ganz spannende Sache. Und dann beim Reiten muss das ja auch noch harmonieren. Hier fühlt sich Charlotte voll in ihrem Element. Schnupperkurs und Einführung kosten auf Gaias Hof 60 € für 2,5 Stunden. Das lohnt sich, sagt die Expertin. Denn hier wird fast jeder Bereich des Körpers trainiert. Es hält sich ja hartnäckig der Mythos, dass Reiten schlecht für den Rücken sei. Aber das ist auf keinen Fall so. Es ist sogar gut dafür. Die ersten Muskeln, die man spürt, wenn man geritten ist, am nächsten, übernächsten Tag, und das ist richtig schlimm, der Muskelkater ist hier an den Innenseiten, aber das zeigt auch, dass man die Hüfte aufdehnt. Ja? Und das ist natürlich sehr gut, denn da werden wir viel steifer im Alter. Von daher ist das schon mal eine sehr gute Sache, dass wir das dadurch trainieren. Dann haben wir den Rumpf. Der wird auch hier mit trainiert. Rücken und auch Bauchmuskulatur werden gestärkt. Das ist natürlich auch super wichtig. Und da muss man sonst ganz viele langweilige Übungen machen. Dann doch lieber auf einem Pferd sitzen. Und weil Charlotte ja schon eine gute Reiterin ist, darf sie zusammen mit der Chefin und Pferdemädchen Rosa einen ganz besonderen Ausflug machen. Es liegt natürlich auf der Hand, dass Reiten auch super fürs Immunsystem ist. Ja? Wir sind viel draußen und kommen mit verschiedenen Stoffen in Verbindung. Jetzt spielt sie hier mit dem Wasser. Und es kann sogar, das machen Pferde übrigens, nennt sich Flämen, das machen Pferde, wenn sie irgendwas Komisches geschmeckt oder gerochen haben, dann machen die so die Lippen hoch. Ganz niedlich finde ich das. Aber es kann tatsächlich auch fürs Immunsystem einen großen Vorteil bedeuten, wenn man viel draußen ist, mit vielen Stoffen in Verbindung kommt. Wir sind nicht so wetterfühlig, weil wir natürlich mal gutes und schlechtes Wetter haben. Und von daher ist das eine super Sache. Das Reiten in einem Flussbett ist nur für geübte Reiter geeignet. Denn das Wasser hat hier seine Tücken. Hier sind ja sehr viele Steine und das ist ein gutes Training für die Pferde, um Gleichgewicht zu halten, aber auch für die Menschen, die oben drauf sitzen, weil die müssen dem Pferd ja auch so ein bisschen helfen. Sie ist ja eben gestolpert, also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Reiten macht nicht nur fit und stärkt das Immunsystem, es sorgt auch für Entspannung. Wenn man hier so reitet, da kommt man ja auch total runter. Und da sind wir schon beim Thema Atmung. Ist ja auch super wichtig beim Reiten, denn Pferde nehmen alles wahr. Also das heißt, wenn wir gestresst von der Arbeit kommen, und das merke ich auch immer selbst, dann atme ich viel, viel schneller. Und das überträgt sich aufs Pferd und Pferde werden dann nervös. Das heißt, die Atmung muss man kontrollieren und das lernt man auch beim Reiten. So, mein biologisches Alter ist gefühlt um 20 Jahre gesunken durch diesen Trip. Ja, es war fantastisch, durch dieses Wasser zu reiten und die Natur der Toskana. Kann ich wirklich sehr empfehlen für die Gesundheit, für das psychische Wohlbefinden. Ein Traum. Reiten im Urlaub. Eine spannende und gesunde Alternative, um die Umgebung mal auf eine ganz andere Art zu erkunden.